Hey, so schön, dass du da bist hier im Artgerecht Leben Podcast. Mein Name ist Michi, ich bin Primatologin, ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin, ich bin Rednerin, Podcasterin und mache ganz viele Dinge rund um das Thema Tier- und Artenschutz und was wir Menschen aber auch von der Natur und den Tieren für ein besseres Leben lernen können. Und darum geht es auch in meinem Podcast und auch in der Folge, die ich heute für dich vorbereitet habe. Denn heute dreht sich alles um das Thema Selbstbild und um Hummer. Und eigentlich bringe ich ja immer Positivbeispiele mit, also was wir so ein bisschen lernen können von den Tieren. Heute habe ich ein Negativbeispiel mitgebracht und ich möchte vorweg sagen, dass der Hummer auch an tausenden Stellen als Positivbeispiel hätte dienen können. Ich aber finde, dass das Beispiel, was ich heute mitgebracht habe, einfach ganz klar den Unterschied zwischen einem statischen und einem dynamischen Selbstbild spiegelt. Und genau das soll ja auch heute unser Thema sein, was das Selbstbild ist, wie es sich zusammensetzt, wodurch es geprägt wird und was am Ende den Unterschied macht zwischen Menschen, die sich Dinge zutrauen und Menschen, die sich zurückhalten, zwischen Menschen, die auf sich vertrauen und zwischen Menschen, die sich immer wieder in Frage stellen und wie unser Selbstbild einer der Indikatoren dafür ist, ob wir im Endeffekt unsere Träume, Ziele und Wünsche erreichen oder auch nicht. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Und wenn du jemanden kennst, wo du dir denkst, boah, die Person ist viel zu viel Hummer, leite die Folge auch super gerne weiter an Menschen, von denen du wirklich wünschst, dass sie ihr Selbstbild nochmal shiften, dass sie daran erinnert werden, dass viel mehr in ihnen steckt und dass sie sich selbst nochmal lernen, mit anderen Augen zu sehen. Denn ich kenne mindestens 10 Menschen, an die ich diese Folge direkt schicken werde, wenn sie raus ist. Einfach, weil diese Menschen ein sehr verzerrtes und wenig wertschätzendes Selbstbild von sich haben. Und vielleicht zählst du dazu, vielleicht zählt jemand dazu, der dir besonders wichtig ist. Und vielleicht möchtest du dich und diese Person heute einfach daran erinnern, dass ihr keine Hummer seid, sondern ein Tier eurer Wahl oder eben der Hummer, der wählt, sich nicht von den äußeren Prägungen beeinflussen zu lassen. Dann lass uns mal reinstarten mit einer Definition. Und zuerst einmal möchte ich mit dir darüber sprechen, was dein Selbstbild überhaupt ist. Und das Selbstbild ist im Prinzip die Vorstellung, die eine Person über sich selbst hat. Und durch das Selbstbild, also die Vorstellung, die du von dir hast, wird unser Denken beeinflusst, was wir über uns denken, unser Fühlen, wie wir uns gegenüber fühlen und dann auch unser Handeln beeinflusst. Also grob gesagt ist es dein Ich Bin. Und dein Ich Bin bestimmt natürlich, wenn du denkst, ich bin blöd, dann hast du irgendwie das Gefühl, vielleicht nicht so klug wie andere zu sein, dann fühlst du dich unterlegen und dann handelst du auf gewisse Arten und Weisen, die vielleicht Herausforderungen meiden oder wo du Beförderungen nicht annimmst oder die Dinge überhaupt nicht zutraust, ohne sie jemals probiert zu haben. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen kennen das, dass sie Glaubenssätze, die auch eng mit deinem Selbstbild verbunden sind, über sich haben, also den Glauben, ich bin XY und dieses Ich Bin halt einfach nicht sonderlich förderlich ist, sondern eher einschränkend. Und dein Selbstbild setzt sich dabei wirklich einfach einmal daraus zusammen, wie du heißt, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, wie deine berufliche Ausbildung war. Sie setzt sich aber auch deiner eigenen Bewertung deines Körpers gegenüber zusammen. Talente, Fähigkeiten aus Bedürfnissen, aus Wünschen und Zielen, Wertevorstellungen, Erfahrungen, die man gemacht hat, aus dem Besitz, die Beziehungen, die wir haben und wie wir sie führen und natürlich auch aus den Interessen. Das heißt, das Selbstbild ist wirklich so ein ganz, ganz großes Puzzle, was man halt hat oder eben auch nicht hat. Und bei vielen Menschen fehlen gewissermaßen dadurch, dass sie ihr eigenes Selbst verloren haben, zum einen Teile im Puzzle und zum anderen haben sie auch Puzzleteile einfach eingesetzt, die nicht sonderlich positiv oder nicht sonderlich förderlich sind. Also wo sie sich selbst eher klein machen und schlecht halten, als irgendwie an sich zu glauben. Und deswegen habe ich auch heute den Hummer mitgebracht, denn der Hummer ist so ein ganz fantastisches Beispiel dafür, dass unser eigenes Selbstbild tatsächlich lebenslang darüber entscheiden kann, wenn wir uns nicht bewusst dazu entscheiden, es zu ändern, ob wir erfolgreich im Leben sind oder nicht, ob wir unsere Wünsche erreichen oder nicht, ob wir für unsere Ziele losgehen oder nicht. Denn bei Hummern ist es tatsächlich so, dass Hummer
wie gesagt, auch für ganz viele andere Dinge ein gutes Beispiel sind. Fürs Selbstbild dürfen die Hummern noch mal ein bisschen an sich arbeiten. Aber bei Hummern ist es tatsächlich so, dass insbesondere wenn Hummermännchen ihren allerersten Kampf ausfechten, sie diesen Kampf und die Erfahrung dieses Kampfes für ein Leben lang mit sich tragen. Der Hummer, der den Kampf gewinnt, also Hummer führen natürlich Kämpfer aus um Territorien, auch bei der Paarung und Co., aber der Hummer, der den Kampf gewinnt, der geht danach viel aufrechter, mit gestählter Brust und sehr breit raus und ist weiteren Kämpfen gegenüber sehr viel offensiver eingestellt. Und also man sieht einen Unterschied in der Haltung und dem Verhalten zwischen dem Hummer, der den ersten Kampf in seinem Leben gewonnen und verloren hat. Der den gewonnen hat, wie gesagt, selbstbewusster, aufrechter, viel offensiver und hat so, man würde fast sagen, wenn man das Tier nicht vermenschlichen möchte, so Selbstvertrauen in sich und ein Selbstbewusstsein in sich und vertraut auf sich. Während der Hummer, der den ersten Kampf im Leben verloren hat, danach in Kämpfe geht und sich kleiner macht, Kämpfe vermeidet, eher defensiv ist und dadurch auch weitere Kämpfe im Leben verliert. Also der Hummer, der den ersten Kampf gewonnen hat, der gewinnt langfristig auch mehr Kämpfe. Und der Hummer, der den ersten Kampf verloren hat, dadurch, dass er sehr defensiv ist, sich zurückzieht oder auch schneller aufgibt einfach, dieser Hummer verliert langfristig auch sehr viel mehr Kämpfe im Leben. Und geprägt durch diese einschneidende erste Erfahrung ist es so, dass sich der Hummer entweder ein Leben lang, sag ich mal, wie in der Aufwärts- oder in der Abwärtsspirale befindet. Entweder der gewinnt einfach weiter, weiter, weiter Kämpfe und macht sich immer größer, immer stärker und geht wirklich immer mehr darin auf. Oder es ist einfach so, dass er sich in der Abwärtsspirale befindet und immer kleiner macht und immer mehr zurückzieht und immer mehr Kämpfe meidet und dadurch natürlich auch andere Ressourcen hat. Der Hummer, der gewinnt, der paart sich mehr, der hat besseren Zugang zu Nahrungsressourcen und Co. Und der Hummer, der dann immer mehr verliert, hat weniger Zugang zu Paarung, hat weniger Zugang zu Ressourcen und geht dadurch immer weiter runter. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen es genauso machen in ihrem Leben. Sie hatten einmal eine prägende Erfahrung, wie dass sie irgendwas nicht geschafft haben und auf einmal ist dieses Selbstbild von ich kann das nicht schaffen, ich bin nicht gut genug, so prägend, dass sie entweder immer in die Vermeidung gehen oder vielleicht auch bei Menschen, die es in die andere Richtung schaffen, sehr viel Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Und natürlich ist das erstmal logisch. Wenn wir eine positive Erfahrung machen, prägt die uns erstmal anders als eine negative Erfahrung. Ich glaube aber auch, dass viele andere Dinge hier mit reinspielen, vor allem bei uns als bewusste Menschen, wo wir uns nochmal fragen könnten, möchten wir das Ganze wirklich so einen starken Einfluss auf uns haben lassen? Und was ich jetzt in der Folge mit dir machen möchte, ist einmal wirklich darüber sprechen, wodurch wird dein Selbstbild zusammengesetzt und geprägt? Wie kannst du vielleicht herausfinden, ob du eher ein positives oder negatives Selbstbild machen kannst. Und dann möchte ich darüber mit dir sprechen, dass wenn der Hummer jetzt hier bei uns am Tisch sitzt, sozusagen, wenn das ein kleiner Hummer, der sich bisher in seinem Leben aber klein gemacht hat, zurückgehalten hat, gesagt hat, er wäre nicht gut genug, was so meine Tipps für diesen Hummer wären, dass er wirklich nach draußen geht mit richtig viel Bock aufs Leben und auf Herausforderungen und auf Wachstum hat. Ja, das heißt, wenn du dich so mit dem Hummer identifizieren kannst, der vielleicht mal Prägungen hatte, die dir das Gefühl gegeben haben, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein, nicht leistungsstark genug zu sein, nicht klug zu sein, was auch immer, dann ist die Folge wirklich für dich. Und wir machen aber am Ende auch ganz liebevolle Hummer-Session. Und da möchte ich dir und dem imaginären Hummer auch nochmal mitgeben, was ihr tun könnt. Also, geprägt wird unser Selbstbild tatsächlich einmal durch die Selbstbeobachtung unserer eigenen Erlebnisse und unseres eigenen Handelns. Also, wir beobachten uns ja andauernd selbst. Das heißt, wir erleben etwas wie vielleicht der Hummer seinen allerersten Kampf und wir beobachten uns dann und können abstrahieren, wie wir abgeschnitten haben oder nicht. Aber auch durch unser eigenes Handeln und vor allen Dingen auch darauf, wie das Außen auf unsere Erlebnisse und Handlungen reagiert. Also wir können nicht nur uns beobachten in der Situation, sondern wir beobachten dann auch noch das Drumherum und wie das reagiert. Und sagen wir mal, der Hummer hat in der Hummer-Arena gekämpft und er hat verloren. Dann würde er einmal wahrnehmen, shit, ich habe verloren. Und zum Zweiten würde er wahrnehmen, dass alle anderen auch bemerkt haben, dass er verloren hat und dass das vielleicht etwas damit macht, wie sie ihn als Hummer sehen. Dann wird unser Selbstbild aber auch natürlich durch unsere Erziehung geprägt, also durch Lob oder Tadel, durch Lohn oder Strafe, dadurch, für was wir belohnt wurden oder dadurch, für was wir bestraft wurden. Das heißt, für die Beurteilung durch unsere Eltern, aber auch eben durch das Außen. Also wenn wir vor allen Dingen viel für eine Leistung, also ein Endergebnis gelobt werden und nicht die Bemühungen,
dann kann das unser Selbstbild eben auch sehr stabilisieren, weil manchmal ist das Endergebnis ja nicht zu 100% in unseren Händen, ja. Manchmal gibt man 100% und wird einfach nur Dritter. Manchmal gibt man 100% und schreibt halt einfach doch nur eine 4 in Mathe. Und wenn nicht unsere Bemühung belohnt wird, also das, wie viel wir uns angestrengt haben, sondern die Leistung, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig irgendwann, weil wir manchmal irgendwie auch das Gefühl haben, gar nicht das zu erreichen, was uns das Gefühl gibt, gut genug zu sein. Beispiel, wir alle haben Stärken und Schwächen. Und es gibt ja diese wundervolle Metapher, dass wenn man Fisch danach bewertet, wie schnell er auf den Baum klettern kann, dass er immer das Gefühl haben wird, dumm zu sein. Wenn wir den Fisch also im Endeffekt nur danach bewerten, ob er schnell auf den Baum klettert oder nicht, dann wird er sehr schnell schlecht abschneiden, egal wie sehr er sich bemüht hat. Wenn wir aber die Bemühungen des Fisch bewerten und halt sagen, mega cool, dass du dich angestrengt hast, dann wird er ein anderes Selbstbild von sich haben. Oder wir können ihm sogar reflektiertes Selbstbild mitgeben, dass es total in Ordnung ist, Stärken und Schwächen zu haben. Das heißt, je nachdem, wie unsere Eltern da vielleicht auch auf uns reagiert haben und das Endergebnis und die Endleistung bewertet und belohnt haben und nicht, wie sehr wir uns angestrengt haben und wie sehr das Ganze unseren persönlichen Stärken und Schwächen entspricht, dann wird es irgendwann sehr, sehr schwierig, weil wir trotzdem auch immer die Sorge haben, tief in uns nicht gut genug zu sein, weil wir sind ja nur gut genug, wenn wir wirklich das Maximum erreichen. Und es wird einfach Dinge geben, da können du und ich uns so viel anstrengen, wie wir wollen, da werden wir nicht das Maximum erreichen. Mein Standardbeispiel sind halt wirklich so Dinge wie Rechtschreibung. Ich bin zwar ganz okay darin, die Rechtschreibtexte von anderen zu korrigieren, weil ich halt einfach unfassbar gut auswendig lernen kann. Also mein Kopf ist, was Merkfähigkeit angeht, so eine krasse Denkmaschine. Und ich kann mir halt merken, was Kommasetzungsregeln sind. Ich kann mir gewisse Schreibweisen merken, aber es kommt halt für mich nicht intuitiv. Es ist nicht, dass ich einen Text schreibe und intuitiv Kommas setze. Es ist vielmehr so, dass ich halt danach irgendwie da drüber gehen muss und mit meinen Regeln im Kopf nochmal gucken muss, wo wird es gesetzt und wo nicht. Und ich kann diese Regeln, aber es ist nichts, was mir leicht fällt oder was intuitiv kommt. Und für jemanden, der das super intuitiv macht, da werde ich nie mithalten können, egal wie sehr ich mich bemühe. Meine 100% liegen an einem anderen Punkt als die 100% einer anderen Person. Und wenn ich aber immer nur danach bewertet werden würde, wie ich das Ganze letztendlich abschneide, dann wäre es natürlich wahnsinnig schwer für mich, irgendwann das Gefühl zu haben, ich bin gut genug. Also wenn nur das Endergebnis gut genug ist, aber nicht die Bemühung, dann ist es natürlich da auch super schwierig. Und gleichzeitig bin ich zum Beispiel jemand, ich kann so unfassbar gut auswendig lernen, schon seit der Uni-Zeit. Und die Leute haben sich einfach mal gefragt, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Auch bei mündlichen Prüfungen oder so oder bei so Abfragen, wo es nur ums Auswendiglernen geht oder so Tests. Wir hatten auch manchmal so Multiple-Choice-Tests in der Uni, wo wir irgendwie zu einer Vorlesung 200 Fragen bekommen haben. Und ich habe das gefühlt nach der Hälfte der Zeit abgegeben und alles richtig gehabt, weil mein Kopf halt einfach so unfassbar gut auswendig lernen kann. Also da hat halt jeder seine Stärken und Schwächen und ich kann einfach dann die Karteikarten wie von meinem inneren Auge so irgendwann, wenn ich die oft genug gelesen und vorgelesen habe, abgehen und dann muss ich halt einfach nur in meinem Kopf durchlesen, wo die Antwort steht. Also ja, und andere müssen sich halt einfach unfassbar abmühen, Dinge auswendig zu lernen, so ist es halt einfach, ne? Ich bin da auch unfassbar dankbar für, ja. Und wenn jetzt jemand anderes da 100% gibt, wird er es vielleicht nie so gut können, wie ich das halt einfach kann. Und deswegen spielt natürlich auch, um darauf zurückzukommen, wodurch unser Selbstbild geprägt wird, das eine Rolle, wofür wir gelobt und getadelt werden. Wenn wir nur fürs Endergebnis gelobt werden, aber nicht für die Bemühungen und den Prozess, dann formen wir ein sehr instabiles Selbstbild, weil wir natürlich irgendwo auch merken, dass wir nicht überall der oder die Beste sein können. Und das macht dann natürlich Angst und gibt immer dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Also auch das permanente Loben unserer Eltern für vielleicht Noten, für vielleicht die Endleistung, kann im Endeffekt einem Kind das Gefühl geben, ich bin nicht gut genug, obwohl die Eltern genau das Gegenteil machen wollten, obwohl die Eltern dir sagen wollen, du bist gut, wir sind stolz auf dich. Wenn es aber immer nur für die Leistung erfolgt, das kann auch das halt einfach zu Instabilität sorgen, was halt dann einfach ein verunsichernder Faktor ist. Aber auch natürlich die Kultur und die Gesellschaft. Also wie ist das kulturelle Bild in dieser Gesellschaft von Frauen, von Männern, von Kindern, von Erwachsenen, von Beziehungen, von Sexualität? Wo verorten wir uns da? Und was ist dann irgendwie dieses Ich bin der Gesellschaft, wie eine Frau ist, ein Mann ist? Also es gibt ja bis heute wirklich dieses prägende, vielleicht primitive Bild, dass irgendwie Männer immer Sex wollen und dass Frauen
keine Ahnung, schlecht in Mathe oder schlecht in Technik sind. Und wenn du jetzt aber jemand bist mit einem Interesse und du dich über dieses gesellschaftliche Ich bin, was Frauen schlecht in Technik sind und dass Männern eh nur um Sex geht, definierst, dann kann es vielleicht sein, dass du technische Dinge vermeidest oder als Mann eben auch, ja, wahre oder tiefe Gefühle. Und das gleiche eben auch auf Social Media, dass wir halt da gesellschaftlich total geprägt werden zwischen anderen und total ins Vergleichen geraten und dadurch auch in diese Instabilität. Also unsere eigene Selbstbeobachtung, unsere eigenen Eltern und Erziehung, die Kultur und die Gesellschaft, die prägen halt eben das Selbstbild, was wir im Endeffekt von uns haben, ganz stark mit. Und wenn wir eher ein negatives Selbstbild haben, dann leiden wir halt häufig unter Minderwertigkeitsgefühlen, trauen uns weniger zu, wir haben soziale Ängste, wir halten uns zurück, weil wir sind halt wirklich wie dieser Hummer, der das Gefühl hat, angegriffen zu werden und diesen Angriffen nicht standhalten zu können und sich sehr unsicher in dieser Welt zu fühlen, der dann einfach sich nicht gut genug fühlt, der sich nicht zutraut, der auch noch Angst vor anderen Hummern hat und sich deswegen einfach zurückhält. Und wenn der Hummer sich dann für einen Versager hält, dann ist es natürlich auch so, dass der Hummer immer Wege und Möglichkeiten finden wird, das zu bestätigen bzw. Dinge auch vermeiden wird, bei denen er vielleicht eine andere Erfahrung machen könnte, nämlich die, dass er doch Dinge schafft, weil er so sehr Angst hat zu versagen, dass er in seiner eigenen Versagensangst legt und darin feststeckt, anstatt irgendwann die Erfahrung zu machen. Das heißt, wenn wir ein negatives Selbstbild haben, kann es auch irgendwann dazu führen, dass wir in unseren eigenen Ängsten leben, also in dieser Angst zu versagen, weil wir uns wie ein Versager fühlen und deswegen nie die andere Erfahrung schenken. Es ist aber auch so, dass ganz viele Menschen ja das Gefühl haben, manchmal nicht dazuzugehören. Also häufig ist ja die Angst, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, aber auch der Gedanke, ich gehöre nicht dazu. Und wenn wir gewissermaßen mit uns selbst nicht gut zusammenleben können, weil wir uns für uns selbst schämen, weil wir uns selbst nicht mögen, weil wir uns selbst auch nicht sympathisch sind, dann ist es auch häufig so, dass wir uns zurückziehen, weil wir glauben, dass niemand anderes etwas mit uns zu tun haben wollen würde, weil wir glauben, dass andere sich für uns schämen oder weil wir glauben, dass andere auch so von uns denken. Auch das macht man ja manchmal, dass wenn der Hummer zum Beispiel gerade überhaupt nicht mit sich selbst klarkommt, ein ganz negatives Selbstbild von sich hat und sich für sich schämt, dass der Hummer dann seinem Hummerpartner oder seiner Hummerpartnerin vorwirft, du schämst dich doch für mich. Dabei ist das, was wir dann auf das Gegenüber projizieren und das, was wir dann eben auch auf die Gesellschaft projizieren und dieser Gedanke, ich gehöre nicht dazu, eigentlich nur eine Projektion des Innen nach außen, weil wir das Gefühl haben, nicht zu uns zu gehören und weil wir uns selbst ablehnen, haben wir dann immer das Gefühl, dass andere es auch tun würden. Das heißt, negatives Selbstbild kann sich wirklich durch alle Lebensbereiche hinwegziehen, sei es die Beziehung zu dir selbst, zu anderen, Beziehungen, Partnerschaften, Familie, Freundschaften, Beruf, Körper vor allen Dingen auch. Also Körper ist ja auch ein ganz krasses Thema, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und das Schwierige ist eigentlich nur, wenn dieses Selbstbild statisch bleibt. Also wenn das Selbstbild wirklich sich ein Leben lang so mit dir zieht, wie bei dem Hummer, der diese eine prägende Erfahrung macht, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, und der dann sein Leben lang danach lebt. Wenn du dein Leben lang dann wirklich nach den Dingen lebst, die dein negatives Selbstbild prägen und wo du halt das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein und nicht dazuzugehören, dann wirst du das dein Leben lang auch bestärken. Das heißt, solange dein Selbstbild statisch ist und du nicht daran arbeitest, es zu verändern, wird es sehr, sehr schwierig sein, andere Erfahrungen in deinem Leben zu machen. Wenn du jetzt aber dynamisch sein möchtest, also wenn du sagst, okay, ich bin der Homer und ich habe die ersten 3 Kämpfe in meinem Leben verloren und ich weiß, es gibt eine andere Möglichkeit und ich kann es schaffen, ich kann gewinnen, ich glaube an mich. Wenn du diesen Teufelskreis durchbrechen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall folgende Tipps mitgeben. Denn unser Selbstbild ist veränderbar. Wir haben halt einfach nur gelernt, schlecht von uns zu denken. Und du kannst genauso gut lernen, gut von dir zu denken. Du kannst genauso gut lernen zu denken, ich bin ein Hummer und ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin ein Hummer und ich gehöre dazu und ich bin ein Hummer und ich bin ein Gewinner oder eine Gewinnerin oder ich habe Chancen und Möglichkeiten, sich erstmal diesen Gedanken zu erlauben, ist ja schon für viele schwierig. Und der allererste Schritt, um das zu tun, ist erstmal anzuerkennen, dass dein Selbstbild dynamisch ist. Du bist nicht mit dem Gedanken auf die Welt gekommen, ich bin nicht gut genug. Du bist nicht mit dem Gedanken auf die Welt gekommen, ich gehöre nicht dazu. Du bist nicht mit der Erfahrung auf die Welt gekommen, ein Versager oder ein Verlierer zu sein. Du hast irgendwann in deinem Leben durch Selbstbeobachtung, durch Erziehung, durch Kultur oder durch Gesellschaft ein Selbstbild entwickelt, was dem entspricht. Dadurch, dass dein Selbstbild aber dynamisch ist, kannst du es verändern. Der zweite Schritt, wenn du erstmal anerkennst, mein Selbstbild ist dynamisch, gerade vielleicht so semi-gut,
Und ich kann es verändern. Das ist der zweite Schritt, deine Selbstwirksamkeit zu spüren, indem du neue kleine Herausforderungen machst. Also, was ist die erste Herausforderung, die der kleine Hummer machen könnte? Ja, um so das Gefühl zu haben, ich bin auch ein starker Hummer, ich bin ein toller Hummer, ich bin ein guter Hummer. Vielleicht ist die erste Erfahrung, dass er irgendwie boxen geht und erstmal den eigenen Körper, die eigene Größe, das eigene spürt. Was ist es, wo du selbstwirksam werden kannst? Was sind die ersten kleinen neuen Herausforderungen, die du machen kannst, um Selbstwirksamkeit zu spüren? Und durch diese Herausforderungen auch Selbstvertrauen aufzubauen. Das heißt, dass du zum einen dich und deinen Körper wieder spürst und so merkst, hey, ich kann das, ich schaffe das, ich vertraue mir, aber auch erste Erfolgserlebnisse hast. Und frag dich da auch mal gerne, was du vielleicht machen könntest, um in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Und wenn du dann Dinge gefunden hast und auf dem Weg bist, dann beginn wirklich deinen Prozess zu bewerten und nicht nur das Ergebnis. Wenn du kleine neue Herausforderungen machst, die auch mit der Zeit immer größer werden, dann wird es Dinge geben, die klappen super und es wird Dinge geben, die funktionieren nicht. Wenn du jetzt nur dein Endergebnis bewertest, dann wirst du die ganze Zeit zwischen ich bin gut, ich bin scheiße, ich bin gut, ich bin scheiße, ich bin gut, ich bin scheiße, ich bin gut, ich bin scheiße hin und her springen. Weil manchmal ist dein Endergebnis gut und manchmal ist dein Endergebnis halt einfach kacke. Du willst gar nicht wissen, wie viele Dinge ich ausprobiere, die super funktionieren und wie viele Dinge ich ausprobiere, die gar nicht funktionieren. Wenn ich mich jetzt immer an meinem Endergebnis festmachen würde, dann wäre mein Selbstbild wie so ein Flummi, der von A nach B springt. Und so ist es bei den meisten Menschen auch. Am einen Tag können sie sich super leiden und am nächsten Tag hassen sie sich, weil sie halt einfach nur auf das Ergebnis und sich anhand ihrer Leistung definieren und anhand dessen, wie gut sie vielleicht für andere sind. Viel wichtiger ist aber zu lernen, den Prozess und deine Bemühungen zu bewerten und dahin zu stehen, zu sagen, okay, ich habe hier jetzt nicht gewonnen und ich bin wahnsinnig stolz auf die Rede und den Vortrag, den ich gehalten habe. Okay, ich habe hier jetzt nicht gewonnen und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich so viel trainiert habe. Okay, ich habe den Marathon nicht zu Ende gelaufen und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich 39,5 Kilometer gelaufen bin. Weißt du, dass du lernst, den Prozess zu bewerten und das Wachstum, was du währenddessen gemacht hast und nicht nur das Endergebnis. Aber gerade eben, wenn deine Eltern viel vielleicht auch oder in der Jugend oder du auch selbst dein Endergebnis bewertet hast, ist das eben was, was Leuten schwerfällt. Aber da in diesen Bereich zu kommen, den Fokus zu shiften, ist super wichtig. Also weg den Fokus vom Ziel hin zu dem Prozess und was du in diesem Prozess über dich gelernt hast und wie du in diesem Prozess gewachsen bist. Und was unserem Hummerfreund dabei hilft, erstmal anzuerkennen, dass das Selbstbild dynamisch ist, die eigene Selbstwirksamkeit zu spüren und dann den Prozess zu bewerten und nicht das Ergebnis, ist zum einen Sprache. Sprache ist ein unfassbar wichtiger Hebel. Und anstatt vielleicht zu sagen, ich kann das nicht, ist es super wichtig zu sagen, ich kann das noch nicht. Anstatt zu sagen, wenn du einen Fehler machst, ich bin dumm, ist vielleicht einfach, anstatt dein Ich Bin zu werten, zu bewerten, ich habe das nicht richtig gemacht, ich lerne es noch. Wichtig ist, deine Sprache nicht gegen dich zu verwenden, als permanente Waffe, mit der du auf dich schießt, sondern als Mittel zu verwenden, um dich in die Richtung zu leiten, wo du hin möchtest. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. Und auch raus aus dieser Pflichtsprache von ich muss, ich muss, ich muss zu kommen, rein in eine Bedürfnissprache, ich möchte und ich will, sodass du halt überhaupt erstmal auch beginnst, über die Sprache zu lernen, dich wieder korrekt und nicht begrenzend auszudrücken. Also Freiheit in deine Sprache reinzubringen, Dynamik in deine Sprache reinzubringen und da nicht eine in Stein gemeißelte Sprache von ich bin dumm, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht, ich lerne Dinge, ich übe noch. Ja, die Sprache dahingehend anzupassen. Das zweite, was ich unserem Hummer auf jeden Fall mitgeben wollen würde, ist Frustrationstoleranz. Und Frustrationstoleranz heißt die Toleranz Dingen gegenüber, die nicht funktionieren. Bei allen Menschen, inklusive bei mir, gibt es Dinge, die einfach nicht funktionieren. Wir versuchen es und es klappt nicht. Wir versuchen es und es klappt nicht. Wir versuchen es und es klappt nicht. Und ganz, ganz viele Menschen sind dann aber da, dass sie an diesem Punkt entweder stehen bleiben und sich die ganze Zeit im Kreis drehen, warum es nicht geklappt hat, oder dass sie halt einfach die Frustration erstmal annehmen und sagen, oh, ich bin so genervt davon, dass es nicht funktioniert und ich finde eine neue Lösung. Am Ende sind nicht die Menschen erfolgreich, die immer direkt Erfolg haben, sondern die Menschen, die mit ihrem Frust umgehen können und trotzdem bereit sind, Lösungen zu finden. Und das zeigt auch das Dritte, was ich unserem Hummer noch raten würde, Inspiration zu suchen. Einer der hilfreichsten Dinge in den letzten 3,5 Jahren, die mir geholfen haben, wirklich meinen Weg mit allen Höhen und Tiefen weiterzugehen, waren die Biografien von Menschen, bei denen ich gemerkt habe, die hatten genauso viele Höhen und Tiefen wie ich und die hatten genauso Momente, in denen sie sich gefeiert haben, die hatten genauso Momente, wo sie einfach nur ihren Kopf in den Sand stecken wollen.
Und vielleicht hilft es dir da einfach Hummergeschichten, aka Biografien zu lesen von Menschen, die halt auch ihre Träume gelebt haben oder die halt auch, ich weiß nicht, eben in dem Bereich vielleicht mit den Glaubenssätzen, mit denen du dich identifizieren kannst, etwas für sich erreicht haben. Erreicht im Sinne von, sich die Freiheit erlaubt zu haben, immer wieder neu zu definieren, wer sie sind und wer nicht. Denn das ist, wie der neue Homa entsteht. Durch diese drei Schritte des dynamischen Selbstbilds und durch diese drei Fertigkeiten, die der Homa mit auf den Weg nimmt, um da dieses neue Selbstbild überhaupt zu erreichen. Also anzuerkennen, dass es dynamisch ist, die Selbstwirksamkeit zu spüren durch kleine neue Herausforderungen und dann den Prozess zu bewerten und nicht nur die Ergebnisse. Und wenn sich der Homa auf diesen Weg macht, sollte er auf jeden Fall eine dynamische Sprache, Frustrationstoleranz und Inspiration in seinen Rucksack packen. Denn das sind die Dinge, die dann auch unterstützen, dieses dynamische Selbstbild immer weiter auszubauen und so anzupassen, dass du natürlich auch Selbstvertrauen aufbaust, dass du deinen Selbstwert stärkst, dass du die Beziehung zu dir selbst verbesserst und vor allen Dingen, dass du dich auch lernst, selbst anzunehmen, so wie du bist, weil du natürlich deine Schwächen kennst, aber vor allen Dingen auch lernst, den Fokus auf deine Stärken zu legen und weil du auch weißt, dass ja, ein Puzzleteil, was vielleicht deine Schwächen ausmacht, nicht dein ganzes Selbstbild in Anführungszeichen in den Keller zieht, sondern du auch ganz liebevoll sagen kannst, jedes Tier hat eine Schwäche, jeder Mensch hat eine Schwäche, alles hat irgendwo Stärken und Schwächen und ich definiere mich nicht weiter anhand meiner Schwächen, ich definiere mich nicht weiter anhand der Dinge, die nicht funktioniert haben, sondern ich sehe alles und ich nehme mich mit allem an. Und die meisten Menschen haben ja gar nicht das Problem, ihre Schwächen anzunehmen. Die meisten Menschen, finde ich, haben viel mehr ein Problem, ihre Stärken anzunehmen und haben deswegen so ein schlechtes Selbstbild. Und ich hoffe einfach, dass dich die Folge dazu inspiriert, dich nochmal mit ganz neuen Augen zu betrachten und dass du dir nach dieser Folge wirklich Zeit nimmst, einmal zu schauen, was ist eigentlich das Selbstbild, was ich von mir habe. Ist es eher positiv oder ist es eher negativ? Was kann ich von mir anerkennen und annehmen und was vielleicht auch nicht? Und wie kann ich wirklich lernen, ein dynamisches, stärkendes, positives Selbstbild zu bekommen? Das heißt nicht, dass du alles an dir schönredest, aber dass du auch weißt, dass die Dinge, in denen du nicht so gut bist, in Ordnung sind, dass du da nicht so gut drin bist. Und dass du auch weißt, dass bei den Dingen, wo du dir Verbesserungspotenzial wünschst, dein Selbstbild ja zum Glück dynamisch ist und du dich verändern kannst, weil du ja stetig im Wachstum und im Wandel bist. Und ich sage ja so oft, die einzige Konstante ist die Veränderung. Und wenn unser kleiner Hummer das beherrschen würde, dann würde er nicht ein Leben im Hummer-Teufelskreis führen. Und die Hummer werden diese Podcast-Folge vermutlich nicht anhören. Deswegen hoffe ich aber, dass du sie hörst und dass du ganz, ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Und das war's auch schon. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich wirklich so sehr, wenn du einen Screenshot davon machst und es auf Instagram teilst und mich taggst. Denn in diesem Podcast fließt wirklich so viel Zeit, so viel Liebe. Es ist eins der wenigen Herzensprojekte, was ich jetzt während meiner Promotion und meinem Farmaufbau nicht aufgeben werde. Und ja, ich würde mich da einfach riesig freuen, wenn du es unterstützt mit einem Teilen, mit einem Weiterleiten. Vielleicht gibt es eine Gruppe, wo du drin bist, wo viele andere Menschen drin sind. Denn mein Wunsch ist wirklich, dass mehr Menschen durch den Podcast lernen, artgerechter zu leben, für sich loszugehen. Und da bin ich einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig dankbar, wenn du mich da unterstützt bei meiner Vision und bei meiner Message. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich werde dann schon in Simbabwe sein, freue ich mich richtig drauf, und meine allerletzten Gruppenreisen. Wah, das ist ziemlich verrückt. Aber ja, so geht der Hummer Michi mit dynamischem Selbstbild neue Wege erstmal in Richtung Promotion und auch dem Fokus, meine eigene Auffangstation aufzubauen. Ganz ehrlich, wenn ich den Michi-Humor vor 10 Jahren gefragt hätte, ob sie glaubt, dass das möglich wäre, hätte sie einfach nur gedacht, never ever ever. Also ich glaube, ich bin der beste Beweis dafür, wie dynamisch ein Selbstbild sein kann und freue mich einfach, wenn dich die Folge inspiriert hat, genauso dynamisch über dich zu denken. Wir hören uns also in 2 Wochen aus Zimbabwe. Ich schicke dir eine ganz, ganz große Herzensumarmung und sage, lebe lieber artgerecht und keep yourself wild, deine Michi.